Als ich im Sommer 2010 nach 15 langen Jahren wieder zur Kirche ging, hatte ich bereits darauf vertraut und auch daran geglaubt, dass die Kirche Jesu Christi durch lebende Propheten geführt wird. Ein festes Zeugnis bekam ich dann im Oktober 2012, als der damalige Prophet Gottes Thomas S. Monson Deutschland besuchte und unter anderem in Hamburg war. Ich saß dort in einem Saal und in dem Moment, in welchem Präsident Monson diesen betrat, spürte ich, wie die ganze Atmosphäre sich änderte. Es fühlte sich an, als sei der ganze Raum plötzlich mit Liebe gefüllt. Der Geist Gottes hatte damals meinem Geist durch Offenbarung die Wahrheit bestätigt, dass Gott auch heute Propheten beruft. Ein Prophet ist ein unvollkommener Mensch, wie auch in alter Zeit. Aber ein Prophet ist jemand, den Gott persönlich prepared, called, corrected, inspired, rebuked, sanctified and sustained. That's why we are never spiritually at risk in following prophetic counsel. Ich vertraue Gottes Propheten. Ihnen zu folgen war und ist mir ein ganz großer Segen.